Wenn ihr wissen möchtet, warum man keine Steckdosen in die Innendämmung der Außenwände setzen sollte, dann schaut euch das folgende Video an. Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in den eigenen vier Wänden. Heute zeigen wir euch, warum man keine herkömmlichen Steckdosen in die Innendämmung der Außenwände machen sollte. Und zwar zeigen wir euch das zum zweiten Mal. Wir sind ja keine Profis, also er ist mehr Profi als ich. Ich bin ja totaler Laie. Aber auch er hat was ausprobiert, was nicht so funktioniert hat, beziehungsweise was wir wieder weggerissen haben, weil uns sehr viele Leute unter unser Video Kommentare geschrieben haben, dass das keine gute Idee war, wie wir das gelöst hatten, weil das Ganze schimmelanfällig war. Wir hatten das mit, komm, wir zeigen es mal, komm mal mit. Also wir haben hier im ganzen Haus verteilt Heizkörper in diesen Nischen unter den Fenstern. Und die Heizkörper haben wir natürlich weggerissen und wollten das dann zumachen. Und Dennis hatte die ursprüngliche Idee, dass er das Ganze hier mit USB-Platten schließt und die Steckdosen dann schön reinsetzt, weil in die Dämmung sollen sie ja nicht. Ganz am Anfang hatte ich noch eine andere Idee, dass ich da eine Steinwolle hinmache, dann mit Dampfsperre arbeite und so weiter. Das habe ich dann schon selber verworfen. Dann habe ich einfach nur die USB-Platten mit den Rigipsplatten dran gemacht und Steckdosen gesetzt. Und das ging dann natürlich auch schief. Das haben wir auch jetzt schon wieder abgerissen. Das können wir jetzt vielleicht direkt mal einblenden, wie ich das gemacht habe. Heute möchten wir das einmal korrigieren, was wir beim ersten Mal nicht so optimal gelöst haben, weil wir haben ja damals wirklich hier einmal zugemacht. Dadurch ist ein Hohlraum entstanden, in dem sich ja dann gegebenenfalls Feuchtigkeit absetzen kann, weil da eine Wärmebrücke entsteht. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Deswegen sollen ja keine Steckdosen in die Innendämmung der Außenwand, um zu vermeiden, dass da irgendwo Schimmel entsteht, weil Wärme oder Kälte sich überträgt an den falschen Stellen. Im Endeffekt haben wir ja einen warmen Innenraum und in der Steckdose, in der Innendämmung, nimmt die Temperatur ja dann ab und dann hat man eine kalte Wand und da kondensiert dann das Wasser und dann kann sich eben Schimmel bilden. Und das haben wir, genau das Gleiche haben wir einfach in groß kreiert, indem wir hier einfach diese Vorwand gebaut haben. Und hinten dran ist es natürlich kühler und dann kondensiert da auch das Wasser. Du hast allerdings gedacht, ne, dass dieser Temperaturunterschied nicht so groß sein wird. Ne? Genau. Das war deine Überlegung, dass das trotzdem funktioniert, aber das war uns jetzt einfach zu heikel, deshalb alles abgerissen, neu gemacht. So ist es. Es gibt übrigens auch als Information, es gibt auch extra Steckdosen, die man tatsächlich in die Innendämmung setzen kann. Die sind hinten dran auch nochmal extra gedämmt und so weiter und so fort. Können wir vielleicht verlinken, dass man die findet. Die sind aber ziemlich teuer und wir haben einfach gedacht, okay, wir wollen das... Selbst die sind nicht so optimal, ne? Also selbst die sind nicht komplett perfekt schimmelresistent. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir vermeiden es einfach komplett. Und setzen diese Steckdosen eben nur in diese Konstruktion, wo wir in diese Nischen rein und in andere Sachen. Das können wir dann aber in dem nächsten Video mal zeigen, wenn es um die Elektrik geht. Wir ziehen uns jetzt mal um. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben jetzt hier also die Etonsteine, die wir benutzen für unter die Fenster. Und die behandle ich jetzt einfach genauso, wie wir das auch mit der Innendämmung, mit den Dämmungsplatten gemacht haben. Das heißt, ich benutze einmal den Speis von Multipor und trage den auch genauso auf. Habe hier schon meine Hörkelle gerichtet und dann kleben wir die praktisch mit der gleichen Technik an die Wand, wie wir das auch mit den Dämmplatten gemacht haben. Los geht's! Soll ich dir irgendwas helfen? Ja, gib mir mal einen Hammer mit Meißel. Ein Hammer mit Meißel? Ja, irgendwie sowas, ja. Irgendwie, wir hatten hier mal echt eine Ordnung, gell? Aber es ist alles schon wieder sonst wo verschwunden. Hier ist auch das andere. Da. Passt das schon? Ja.
Nicht mit Brille! Ist die Säge scharf, ja? Er war vorhin im Turm, ne? Er war vorhin im Turm, weil er irgendetwas braucht. Und dann sind wir hier... Mit der Säge haben wir das ganze Haus oben gebaut. Die ist so stumpf. Die ist so stumpf. Und damit meinst du das Holzhaus, ne? Oder was meinst Steinhaus. Du? Das Steinhaus. Das Steinhaus. Ja, jeden Ettungstein oben. Also der gesägt werden muss, da haben wir mit der Säge gemacht. Oh Gott. Deswegen ist sie halt so stumpf. Ich mach das jetzt, Schatz. Hä? Oh. Das kann man kleben. Eben habe ich noch gesagt, die bröckeln nicht so leicht. Habe ich gesagt. So, ich erledige das. Moment. Was wundervoll ist an diesen Itongsteinen, dass die nicht so schnell kaputt gehen. Das heißt, da muss man nicht so aufpassen, wenn man da dran rumdrückt oder irgendwie drankommt. Was allerdings blöd ist, ist, dass die auch viel schwerer sind als diese Dämmplatten. Komm, gib mir die Schöpfkeller. Schöpfkeller? Hier, eine Schöpfkeller. Schöpfkeller. Voll Mörderschatz. Ja, ich brauche aber auch die Zahnkelle dafür, ne? Dann gebe ich dir erstmal die Schöpfkelle. Oh Gott. Fingern.
So, das, was wir jetzt in dem Video gesehen haben, ist eigentlich da drüben. Hier haben wir es schon mal einigermaßen fertig gemacht. Da kommt noch ein Oberputz drüber. Aber hier sind zumindest schon mal Steckdosen gesetzt und die Kabel gezogen und so weiter. Drüben haben uns jetzt leider die Unterputzsteckdosen gefehlt. Dementsprechend zeigen wir es jetzt mal hier, wie es am Ende aussehen soll. Also natürlich ist es noch nicht ganz fertig, ne? Aber fertiger als das da drüben. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise gerne könnt ihr nochmal, aber wir reißen es nicht nochmal ab. Ganz egal, was ihr in die Kommentare schreibt, das machen wir nicht nochmal. Es muss so funktionieren. Aber es ist super hilfreich, ne? Wenn auch tatsächlich dann Profis diese Videos kommentieren. Wir sind ja dankbar für Tipps und wir lernen gern dazu. Genau. Und genau. Ja. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir wirklich was richtig abgerissen haben. Ja. Nochmal, ne? Ja. Alles andere wurde schon auch von den Herstellern und so weiter echt als gut empfunden. Ne? Ja. Naja, egal. Wie auch immer, auf jeden Fall like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Abonniert das Glöckchen. Abonniert das Glöckchen. Gut.